So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir stehen jetzt bei Hobby in Halle 9 und ich stelle euch heute mal den Hobby Excellent 460 SFF vor. Das ist ein Einachser, den gibt es schon ab 22.841 Euro, so wie er da steht. Und wir sehen, er hat einen TV-Außenanschluss, Stromanschluss ist klar, keine Alufelgen, Mülleimer in der Tür, dann gehen wir mal einfach mal außen rum und stylische Heckleuchten, kleines Fenster hinten am Heck, dann gucken wir uns mal von vorne an. 5 Jahre Dichtigkeitsgarantie gibt es bei Knaus. 5 Jahre Dichtigkeitsgarantie gibt es bei Hobby. Mit der Campergarantie für Reisemobile und Wohnwagen. Und ja, wir schauen da jetzt einfach mal ganz kurz rein. Wie sieht denn der von innen aus? Ich war noch nicht drin, er hat mich von außen so ein bisschen angesprochen. Und wenn wir reinkommen, sehen wir erstmal, wir haben ja untypischerweise die Küche im Heck. Das heißt, ihr kommt hier rein, hier ist die Küche, hier könnt ihr kochen. Und wenn wir mal diese schwarzen Glasplatten hochheben, haben wir dann ein 1, 2, 3 Flammen Gasherd plus Waschbecken direkt nebendran. Haben oben drüber ein schönes stylisches Schränkchen, wo wir dann auch Stauraum haben. Direkt hier oben zentral haben wir dann das ganze Panel. Eine Ablage, besser gesagt ein kleines Regal, wo ihr dann auch Gewürze reinstellen könnt. Dann haben wir unten im Schrank ausziehbare Schubladen. Das sind die Absperrhähne für das Gas. Und diese Schubladen, die haben auch Softclose. Das Einzige, was ihr natürlich noch machen müsst, wenn ihr einfahren, ihr wollt losfahren, einfach den Knopf drücken, dann sind die verankert. Auch hier haben wir eine kleine Schublade. Daneben haben wir dann so ein kleines Einlagefach. Und wenn wir dann so ein bisschen die Kamera schwenken, was verbirgt sich denn hinter dieser Tür? Die machen wir mal auf und wir sehen da ein kleines schnuckeliges Badezimmer mit einer Toilette von Dreadford, Milchglasfenster, schöner Spiegel und den kann man auch öffnen, denke ich mal. Ja, kann man. Ah, Vorführeffekt. Na gut, die eine Tür lässt sich nicht öffnen, würde ich direkt mal reklamieren. Und Platz ist hier genug, kleines Waschbecken haben wir hier. Haben hier unten so ein halbrundes Schränkchen. Daneben haben wir so kleine Regale. Da könnt ihr dann Toilettenpapier etc. reintun. Hier haben wir auch noch einen Spiegelschrank, der sich nicht öffnen lässt. Okay, dann ist das... Finde ich jetzt doof. Ah, hier. Gewusst wie. Einfach hier unten muss man drücken. Und da habt ihr auch noch so ein kleines Staufach. Da wird es hier wahrscheinlich genauso sein. Genau. Gewusst wie. Und wir können das öffnen. Habt ihr auch genug Stauraum. Kleiderbügel. Kleiderhaken. Und hier vorne haben wir dann einen kleinen abgerundeten Schrank. Für Schuhe wäre der mir zu klein. Gut, da könnt ihr vielleicht ein paar Schuhe reinbekommen oder zwei. Haben hier ein kleines Ablagebrett, was hier echt gut durchdacht ist, dass man hier durch im Endeffekt einen Strom führen kann für einen kleinen Receiver. Haben hier einen Fernseher mit Halterung, schwenkbar. Haben dann hier eine schöne Vitrine für eure Gläser. Und dann kommen wir jetzt auch schon direkt zur S-Gruppe. Wir haben eine S-Gruppe, die hat Platz für... Ich würde schon mal sagen, für 2-3 Personen, also 2 Erwachsene, ein Kind, definitiv würde der Platz ausreichen. Ist halt ein kleiner Wohnwagen. Und oben drüber haben wir dann auch Stauklappen, die auch Soft Close haben. Und schon haben wir hier dann den Kühlschrank. Der ist jetzt dort mittig, nicht neben der Küche, sondern mitten im Raum. Und das ist ein Riesenteil. Wenn wir den hier aufmachen, könnt ihr mal gucken. Da passt jede Menge Zeug rein. Und dann geht es schon weiter. Hier unten haben wir dann die Truma Gasheizung. Dann haben wir hier einen Kleiderschrank, nehme ich mal an, den wir jetzt öffnen.
Siehe da, ja, der ist groß. Hinten haben wir die ganze Elektronik. Ups, das war zu. Und dann kommen wir schon schön zu einem großen King-Size-Bett. Ihr könnt rechts und links aussteigen nachts, also je nachdem, wo ihr liegt. Müsst euren Partner nicht wecken und sieht schon sehr, sehr ordentlich aus. Oben haben wir dann diese kleinen Fächer, wo ihr dann auch wieder Zeug rein tun könnt. Sehen wir hier mal stylische Vorhänge. Haben hinten ein kleines Fenster, rechts und links haben wir dann natürlich auch Fenster, da können wir rausgucken. Dann LED-Spots, schwenkbar, schöne Staufächer hinter dem Bett. Dann haben wir Lichtschalter hier, wir haben hier Stromanschluss einmal, da drüben keins, keine USB-Anschlüsse, also das würde ich mir schon wünschen, gerade wenn man Handy dann auflädt neben dem Bett. Ja, nebendran haben wir dann auch, jeder hat einen Nachttisch. Haben wir hier auf der anderen Seite auch. Die Tür machen wir jetzt einfach mal nicht auf. Wie gesagt, die Stauräume da oben, die sind sehr groß, sehr tief vor allen Dingen. Ja, was haben wir denn unter dem Bett? Wenn wir das Bett einfach mal hochschieben, da habt ihr genug Stauraum. Manko hier an dem Wohnwagen ist halt, wir haben keine Außenklappe. Das heißt, keine Stauklappe außen, die zu öffnen ist. Somit müsst ihr den ganzen Scheiß, den ihr im Urlaub mit euch rumschleppt, in den Innenraum reintun, Stühle, Tisch etc., Grill und hier in dem bisschen Raum verstauen. Ja, ist halt ein bisschen schade, geht wahrscheinlich bei dem Grundriss nicht anders da. Ich finde den Wohnwagen okay, er hat einen echt schönen Schnitt in meinen Augen, vor allen Dingen eine Heckküche, habe ich jetzt auch noch nicht so gesehen. Und ja, wie gesagt, ich bin zufrieden mit dem Wohnwagen. Wenn ihr zufrieden seid mit meinem Video, Daumen nach oben, aktiviert die Glocke, verpasst ihr kein neues Video mehr, abonnieren nicht vergessen. Ich sage ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.